Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich dir mal einen kleinen Ausschnitt zeigen aus meinem neuen Lightroom-Videotraining. Das ist ja letzte Woche rausgekommen, Lightroom einfach und schnell lernen, Teil 2 für Fortgeschrittene heißt das Ganze. Und ich möchte dir heute mal einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, und zwar wie man mit Licht in Lightroom malen kann. Wie gesagt, das Videotraining ist seit einer Woche draußen, es kostet 30 Euro, kannst du auf meinem Online-Store erwerben, über 2,5 Stunden Videolaufzeit insgesamt. Du kannst es auch als Bundle erwerben mit dem ersten Teil zusammen, falls du den noch nicht hast, dann kannst du auch nochmal 5 Euro sparen. Kann ich dir nur empfehlen, einfach mal auf meinem Online-Store vorbeischauen, und jetzt sage ich einfach mal Film ab und viel Spaß mit Lichtmalen in Lightroom. Ich möchte jetzt dieses Bild mal nutzen, um dir zu zeigen, wie man mit Lichtern und auch mit Schatten malen ein Bild noch wirklich schön verbessern kann. Ich habe jetzt dieses Bild hier mal rausgesucht. Das ist einfach ein Bild, was ich in New York am Times Square geschossen habe von einem Fotografenkollegen, mit dem ich da zusammen war. Und ja, wir haben das einfach nur so schnell aus der Hand gemacht. Sieht man auch, das Bild ist schief, krumm. Ja, also da ist nicht wirklich viel passiert. Ich habe hier mit ISO 400 gearbeitet. Eine Blende 2.8, damit man ihn schön im Fokus hat, das andere schön im Hintergrund schon ein bisschen unscharf ist. Und eine 2500 Sekunde. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte als erstes mal hier mit dem Freistellungswerkzeug das ganze Bild begradigen. Denn das ist das Erste, was mir auf jeden Fall auffällt. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier mal begradigen. Ich gucke jetzt, dass hier die vertikalen Linien der Häuser alle schön gerade sind. Das gefällt mir so schon ganz gut. Dann kann ich das Ganze hier noch so ein bisschen runterziehen, damit hier seine Kamera noch einigermaßen mit in dem Bild drin ist. Und dann werde ich vielleicht das Ganze jetzt hier oben auch noch so ein bisschen heruntersetzen. Ich kann natürlich auch jetzt hier noch das Seitenverhältnis so ein bisschen anpassen. Vielleicht gehe ich hier mal ins 4:5 Format rein. Wobei, nee, das ist mir fast ein bisschen zu doll. Da nehme ich jetzt mal das Schloss wieder raus hier. Ziehe das Ganze hier nach unten. Weil ich möchte so ein bisschen Platz hier oben drin lassen über seinem Kopf, weil ich hier auch die Skyline noch so ein bisschen abbilden möchte. Aber ich denke mal, ungefähr so passt es doch ganz gut. Dann klicke ich jetzt hier auf Fertig. Ja, so gefällt mir das Bild schon wesentlich besser. Und dann gehe ich als erstes hier mal in die Grundeinstellung rein und werde mal die Belichtung so ein bisschen anpassen. Denn ich möchte jetzt hier, das ist das Ziel des Bildes, dass ich jetzt hier noch so eine schöne Sonne reinbastle und einfach ein bisschen mehr Licht hier noch reinbringe und natürlich auch ein paar mehr Schatten. Und von daher werde ich das ganze Bild erstmal als erstes ein bisschen aufhellen. Da kann ich jetzt die Pfeiltasten benutzen, hoch, um die Belichtung ein bisschen nach oben zu drehen. Wenn ich dabei die Shift-Taste drücke, wie gesagt, dann wird das Ganze wesentlich schneller gemacht. Mit der Alt- oder Optionstaste kann ich das Ganze dann hier noch entsprechend genauer einstellen. Ich werde auch die Lichter hier mal noch ein bisschen nach oben stellen, denn das mache ich normalerweise ja eigentlich nicht, aber hier in dem Fall möchte ich das ganze Bild schön hell gestalten. Ich werde auch die Tiefen hier noch ein bisschen aufhellen. Mit gedrückter Alt- oder Optionstaste werde ich jetzt hier meinen Weißpunkt einstellen. Wir haben ja jetzt schon eine krasse Überstrahlung drin. Das ist aber auch vollkommen okay. Und genauso werde ich jetzt hier noch meinen Schwarzpunkt setzen. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Kontrast drin. Ich gebe jetzt insgesamt auch noch sehr viel Kontrast hinzu. Das Problem ist jetzt immer, wenn Kontrast aufgebaut wird hier in Lightroom, dann wird leider auch immer Sättigung mit aufgebaut. Und um das zu kontern, werde ich jetzt hier einfach die Sättigung wieder so ein bisschen rausnehmen. Dann werde ich jetzt hier noch so ein bisschen Klarheit mit reinbringen. Und ein bisschen Dunst entfernen. Und jetzt haben wir hier schon ein Bild, was schon ziemlich gut aussieht. Wenn man jetzt hier mal so vorher-nachher vergleicht, da haben wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge gemacht. Ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück heller geworden. Und ja, da können wir auf jeden Fall mit weiterarbeiten. Dann werde ich als nächstes hier mal in die Gradationskurve reingehen und auch hier nochmal ein bisschen Kontrast aufbauen. Die Gradationskurve ist ja so aufgebaut, dass alles, was hier unten ist, die dunklen Bildbereiche sind. Deswegen werde ich die dunklen Bildbereiche jetzt hier auch noch ein bisschen dunkler machen. Und die hellen Bildbereiche hier auf der Seite mache ich noch ein Stückchen heller. Und jetzt werde ich auch hier die Weißwerte ganz oben noch so ein Stückchen heller machen. Und ganz, ganz oben an der Grenze mache ich es wieder ein bisschen dunkler. So. Jetzt haben wir hier wieder noch ein bisschen mehr Kontrast drin, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe jetzt das Problem, dass seine Hauttöne hier ein bisschen komisch aussehen. Also jetzt hier gerade im Gesicht sind die Hauttöne schon relativ rot. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Rottöne so ein bisschen weiter Richtung Orange schieben. Und auch die Orangewerte so ein bisschen weiter Richtung Gelb. Ja, also ich versuche jetzt hier einfach diese Hauttöne noch so ein bisschen anzupassen. Ich werde jetzt die Sättigung hier auch noch so ein bisschen rausnehmen aus den Rot- und Orangewerten. Und vielleicht die Orangewerte so ein kleines bisschen dunkler machen. Ein bisschen geht noch, ein bisschen Sättigung noch raus, perfekt.
Das gefällt mir so schon ganz gut. Und das nächste, was ich jetzt machen möchte, ist in die Kamerakalibrierung reinzugehen und jetzt hier die Tonung der Schatten so ein bisschen weiter Richtung Magenta zu ziehen. Denn wenn wir die Sonne jetzt hier gleich reinmalen, dann wird es natürlich auch so sein, dass wir jetzt hier die insgesamt die Farbigkeit des Bildes noch so ein bisschen wärmer gestalten wollen. Und das mache ich, indem ich jetzt hier mal anfange mit der Tonung, dass ich jetzt hier die Tonung Richtung Magenta weiterziehe. Und dann kann ich jetzt hier noch mit den Primärwerten arbeiten. Die Primärwerte Blau, die schiebe ich jetzt hier mal so ein bisschen weiter Richtung links. Und die Rotwerte mal so ein bisschen weiter Richtung rechts. Und auch die Grünwerte schiebe ich so ein bisschen weiter Richtung links. Und dann nehme ich jetzt hier überall noch so ein bisschen die Sättigung raus. Damit baue ich mir so einen kleinen Farblook hier noch auf, der mir ganz gut gefällt. So, und jetzt kommen wir eigentlich mal zum Lichtmalen. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt hier so eine Sonne reinbauen. Und diese Sonne, die werde ich jetzt als erstes mal hier bauen, indem ich mir hier einen Radialfilter nehme und diesen Radialfilter jetzt hier mit der Belichtung mal ins Positive ziehe. Ich fange mal mit 2 Blendenstufen an. Und da werde ich jetzt hier einfach mal diesen Radialfilter hier relativ groß aufziehen. Und du siehst jetzt auch schon, wie jetzt hier wirklich alles im Hintergrund komplett überstrahlt. Das ist aber auch vollkommen okay. Und jetzt werde ich im nächsten Schritt hier mal noch die Temperatur so ein bisschen nach oben drehen, die Tonung noch so ein bisschen nach oben drehen, einfach damit wir jetzt hier auch, ja, diese Farbigkeit noch ins Bild bekommen. Ja, die Sonne ist ja nicht komplett weiß, sondern die hat ja immer so einen leichten Touch eher Richtung Gelb. Und das versuche ich jetzt hier entsprechend auch zu simulieren. Ich kann jetzt hier auch noch eine komplette Farbe mit reingeben. Und wenn ich jetzt hier mal die vorgefertigte Farbe nehme, diese gelbe Farbe, ja, das ist mir zu doll, kann ich jetzt hier auch noch Abstufung nehmen, eins weiter runter. Ist auch fast noch ein bisschen zu doll. Aber wenn ich das hier nehme, das gefällt mir richtig gut. Also das ist jetzt eine Farbe, die mir sehr gut gefällt. Also Sättigung von 25% jetzt hier. Und damit haben wir eine richtig schöne Sonne hier reingemalt. Perfekt. Dann klicke ich hier einmal auf Fertig. Und wenn wir jetzt hier nochmal vorher nachher machen, sieht man schon, wir haben schon eine ganze Menge geschafft. Also das ganze Bild ist sehr viel kontrastreicher geworden und es sieht halt auch so aus, als würde die Sonne hier scheinen. Im nächsten Schritt möchte ich noch so ein paar Sonnenstrahlen reinbauen und dafür nehme ich jetzt hier die Pinselspitze und werde jetzt hier auch die Belichtung mal wieder so bei 2 Blendenstufen lassen. Das ist wahrscheinlich dann viel zu doll, aber ich möchte dir jetzt hier noch was anderes zeigen. Und zwar kann ich ja hier noch die Größe einstellen der Pinselspitze und die weiche Kante. Die weiche Kante, ja, die packe ich mal so auf ungefähr 70, vielleicht sogar 80%. Und die Größe nehme ich mal als erstes mal so ungefähr 3,5. Und jetzt kann ich hier in diesen Bereich reinmalen, einmal mit einer relativ kleinen Pinselspitze, mache ich einen Klick hier rein. Und ich habe dir ja schon in einem anderen Video gezeigt, wenn man die Shift-Taste drückt und dann hier nochmal woanders reinklickt, dass man dann auch tatsächlich eine gerade Linie malen kann. Und das brauchen wir ja für so einen Sonnenstrahl. Jetzt ist es aber auch so, dass dieser Sonnenstrahl natürlich nach unten hin hier größer werden muss. Und da kann ich jetzt einfach die Pinselgröße wieder größer machen. Das kann ich entweder hier über diesen Regler hier machen oder ich kann auch einfach mein Mausrad hier benutzen und damit die Pinselspitze größer machen. Und ich werde jetzt hier mal eine relativ große Pinselspitze nehmen und hier unten einmal reinklicken und dabei die Shift-Taste drücken. Jetzt sieht das Ganze natürlich erstmal relativ komisch aus, weil wir hier die Belichtung relativ stark eingestellt haben. Aber ich möchte dir erstmal zeigen, indem ich jetzt hier die Überlagerung einmal einsetze, wie wir jetzt hier von einer kleinen Pinselspitze zu einer großen Pinselspitze gekommen sind und dabei aber das Ganze hier wirklich komplett gerade gemacht haben. Die Überlagerung nehme ich jetzt mal wieder raus und ich werde jetzt hier die Belichtung mal so ein bisschen angleichen. Ich denke mal hier so plus 0,5 ungefähr, plus 0,6 reicht hier vollkommen aus. Und ich mache das Gleiche nochmal. Ich mache jetzt hier meine Pinselspitze wieder klein, klicke hier wieder einmal rein, mache sie hier wieder größer, klicke dabei einmal mit der Shift-Taste hier rein und zack, und wir haben hier noch einen weiteren Sonnenstrahl im Bild drin. Das kann man jetzt hier auch nochmal an- und ausmachen. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus und man sieht, man hat wieder so ein bisschen was gewonnen und wir haben wieder ein bisschen mehr Licht in das Bild gemalt. Aber wo man Sonnenstrahlen ins Bild malt, kann man natürlich auch Schatten ins Bild malen. Und das möchte ich jetzt hier im nächsten Schritt auch mal tun. Ich klicke hier einmal auf Neu, werde jetzt hier also einen neuen Pinsel nehmen und diesmal die Belichtung so ein bisschen nach unten setzen. Mit dem Mausrad mache ich jetzt hier meine Pinselspitze wieder ein bisschen kleiner. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier mal anfangen, so die Rücken von den Touristen, die hier noch sitzen, ein bisschen dunkler zu machen. Denn die Sonne kommt ja von vorne. Das heißt, hier im Hintergrund, das müsste eigentlich alles so ein bisschen mehr im Schatten liegen. Kann ich jetzt hier auch bei der Hose noch so ein bisschen machen. Und hier alles so ein bisschen abdunkeln.
Also ich sage immer so als Richtwert, da wo eh schon Schatten ist, den Schatten, den kann man halt auch noch ein bisschen dunkler dann machen und dann sieht das Ganze relativ gut aus. Ich kann auch jetzt hier natürlich im Nachhinein sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen zu doll dunkel gemacht und deswegen werde ich jetzt hier das Ganze auch nochmal so ein bisschen höher drehen. So gefällt mir das aber schon ganz gut und ich werde jetzt hier im nächsten Schritt auch nochmal ein Verlaufswerkzeug nehmen, hier auch nochmal mit einer Belichtung von minus 0,5 das Ganze hier so ein bisschen angleichen, hier nochmal so ein bisschen Schatten reinmalen, hier nochmal so ein bisschen Schatten reinbringen. Ich werde damit also so ein bisschen meine Vignette hier machen, das Ganze diesmal nur halt mit einem Verlaufswerkzeug. Und auch damit male ich quasi nochmal Licht und Schatten in das Bild rein und von allen Seiten mache ich das Ganze so ein bisschen dunkler, außer von dort, wo die Sonne ins Bild reinscheint. So, so sieht's vorher aus, so sieht's danach aus und ich denke, wir haben hier echt eine ganze Menge rausgeholt, wie ich finde. Jetzt im letzten Schritt würde ich das Bild halt noch ein bisschen schärfen, deswegen jetzt hier nochmal in die Details rein, Bild nochmal ein bisschen schärfen hier, mit gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze so ein bisschen ausmaskieren. Und vielleicht gehe ich auch noch in die Teiltonung hier rein, denn ich möchte jetzt hier mal noch so ein bisschen die Lichter in einen Orangeton reinbringen. Ein kleines bisschen Sättigung hier noch mit rein, ungefähr Sättigung 5%. Und die Schatten, die kann ich hier nochmal in so einen bläulichen Ton packen und auch hier nochmal die Sättigung so ein bisschen reindrehen. Und jetzt haben wir hier nochmal einen schönen Look drin und ich finde, jetzt haben wir auch wirklich ein schönes Endergebnis, wo wir viel mit Licht und Schatten gemalt haben und damit das Bild echt extrem aufgewertet haben. Also, vorher, nachher. Vorher, nachher. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann kannst du, wie gesagt, das komplette Videotraining mal auf meinem Online-Store auschecken. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung oder auch da oben in den Infokarten. Da kommst du auch drauf. Und jetzt würde ich einfach sagen, lass einen Kommentar da, falls du noch Fragen hast. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere auch den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!